Ach ja, Kaffee, ein gutes Buch zum Lesen. Ach ja. So, Christoph heißt da also. Rentier Sven. Oh, ihr seid ja schon da. Oh, sorry. Ja. Jetzt bin ich total unvorbereitet. Ach, ich weiß was. Weil ich euch schon lange kein Video mehr über Switch-Emulation gezeigt habe, ist es mal wieder Zeit, ein Video zu machen, hä? Mit dem Aya Neo 2021. Ich weiß, ein älteres Modell, ja. Aber da laufen super die Switch-Emulationen. Und natürlich mit meinem SCUF-Controller. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, in der Videobeschreibung. Ja. Also ich würde sagen, wir legen los. Switch Games, mein Gott. Switch Games sind folgende. Das neue Metroid ist dabei. Mario Sparks of Home. Und lasst euch noch überraschen, welche noch mehr. Also wir sind gleich wieder da. Nicht abschalten. So, ich hoffe, man sieht alles. Ich habe jetzt schon die nervigen Lichtquellen da alle irgendwie ein bisschen zur Seite getan, damit man auch mehr sieht. Irgendwie habe ich es immer noch nicht ganz raus. Ich hoffe, man sieht es auch gut. Wenn Aya Neo noch nicht kennt, das ist sowas wie das Steam Deck. Sowas ähnliches. Also das ist die Benutzeroberfläche. Mit dem Rio Jinx tun wir heute testen. Das ist auch ein Switch-Emulator. Und das AMD APU-Tuning, falls das noch niemand kennt. Das würde ich empfehlen, wenn ihr da irgendwie, wie soll ich sagen, mobile Geräte habt oder so und da ein bisschen mehr rausholen wollt. Das ist im Endeffekt, da kannst du die Wattzahl vergeben, damit halt, wie soll ich sagen, hey, nicht Quelle anbleiben. So, damit man halt, na toll, jetzt ist mir das Licht auch rausgegangen. Oh Mann, ich bin schon arm dran. Ich hoffe, es passt trotzdem. Okay, da kann man halt zum Beispiel, ich zeig's mal, Custom Presets. Da hat man verschiedene Möglichkeiten hier. Ich habe jetzt verschiedene Sachen eingestellt, wie 15 Watt, 17 Watt, 25 Watt, 20 Watt, 30 Watt. Je nachdem tut er halt mehr Strom dann ziehen und hat halt auch mehr Leistung. Hier zum Beispiel auf 17. Ich stelle meistens für Switch-Emulation 17 Watt ein. 17 Watt. Zu dicke Finger. Dann geht man da drauf. Geht auch mit mobilen Geräten, also mit Laptop und so weiter. Muss halt eine AMD-CPU sein dann. Und GPU, sagen wir so. Genau. So. Und dann starten wir gleich mit dem ersten Spiel. Ich würde sagen, erstmal mit Metroid Prime. Also kurz dranbleiben, wir sind gleich wieder zurück. Also ich lasse es jetzt erstmal so, weil. Ich muss mal schauen. Groß. Ah, okay. Nicht in dem Modus sieht man auch die FPS unten. Ich hoffe, es passt so. Ich hoffe, man erkennt es gut, auch ohne Lichtquelle. Also wie gesagt, ich habe einen SCUF-Controller rangemacht. Sieht man jetzt nicht ganz so. So. Dann starten wir gleich. Ich habe selber noch nicht getestet, das Game. Also weiß ich noch nicht, ob das so flüssig läuft. Ich müsste halt nur die Buttons vertauschen. Das ist halt das Problem bei Nintendo und so weiter. Der A-Knopf ist bei mir jetzt der B-Knopf noch. Aber gut, wir wollen ja nur testen. Ich glaube, ich stelle den Sound auch etwas höher, damit man auch was hört. Ich hoffe, man hört auch was. Was man jetzt nur machen muss, ist, dass man die Touch-Steuerung ausmacht. Sonst kann es zu Problemen kommen. So. Okay. Das Video wird vielleicht ein bisschen länger. Ich entschuldige mich gleich dafür. Aber man will ja auch ein bisschen was sehen von der Emulation, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, man sieht jetzt auch alles. Ich drücke jetzt da einfach kurz weg, weg. Oh, drückt nicht weg. Schauen wir das an. Ihr seht es ja selber. Es ist im Docked-Modus, da steht's. Es läuft mit 40 FPS. Ja, mal schauen, ob es läuft. Oh oh.
Hoffentlich fängt das sie wieder. Ich glaube, für GameCube kam das als erstes raus, oder? Metroid Prime? Ich glaube, GameCube-Zeit war das. Würde mich auch interessieren, wenn ihr es früher schon gezockt habt für GameCube. Oder ob ihr es jetzt neu geholt habt. Schreibt gerne in die Kommentare, würde mich schon interessieren. Okay, also auf jeden Fall die Zwischensequenzen laggen schon ein bisschen. Mal schauen, ob das Spiel gut funktioniert. Na gut, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, die Qualität ein bisschen runterzuschrauben. Das geht natürlich auch. Und wenn ihr mehr solche Emulationsvideos haben wollt, sagt gerne Bescheid. Naja, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm für dich, jetzt wenn die Zwischensequenzen ein bisschen laggen. Das Spiel muss halt funktionieren. Das Gameplay. Bitte verstehen, ich tue die Games nur kurz testen, weil sonst wird das ja ein ultra langes Video, also. Das leckt auch ein bisschen. FPS haben wir 60 FPS. Trotzdem leckt das ein bisschen. Ich muss sagen, funktioniert aber ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Okay, außer Betrieb. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwas? Ah, okay. Jetzt hat. Boah, die Qualität ist echt nicht schlecht. Moment. Ich glaube, ich gehe kurz warten. Ich gehe nur in die Options, damit ihr auch seht, was ich eingestellt habe. Wo war das? Graphics. Hier, bitteschön. Also ich habe jetzt nichts anderes eingestellt. Okay. Die Steuerung funktioniert eigentlich ganz gut. So. Das Spiel ist komplett früher an mir vorbeigegangen. Jetzt. Okay, blockiert den Zugriff. Jetzt. Toll, die Kaffeemaschine, nicht wundern. Die will sich auch ein bisschen melden. Ja, aber ich kann doch eigentlich so. Ja, klar, kann nicht so rüberspringen. Ach, da oben, oder wie? Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Es läuft eigentlich flüssig. Ein Ball, um mein Beam abzufeuern. Okay.
Cool. Muss man da auch wieder scannen? Warum ist das Game eigentlich komplett an mir vorbeigegangen? Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Naja, ein paar Mini-Lags hat man schon. Uiui. Uiui. Ah, jetzt hat. Ganz so optimal läuft das noch nicht. Verstehe ich auch gar nicht, warum das Spiel bei mir so vorbeigegangen ist. Ist eigentlich ganz nice. Die Atmosphäre ist ganz cool. Naja, aber ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Also, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Spiel. So, das nächste Spiel ist Mario Sparks of Hope. Mal schauen, ob das auch so gut jetzt hinhaut. Leckt aber immer am Anfang. Warum ich den Ryu Jinx hernehme und nicht den. Wie hieß der? Ah, der Yuzu. Der Yuzu funktioniert bei mir irgendwie seit neuestem nicht mehr. Darum nehme ich jetzt immer den Ryu Jinx her. So, mal schauen, ob das auch funktioniert. Oh, jetzt ist das Video schon wieder 12 Minuten lang. Das wird lange. Ich habe es mir schon gedacht. Ich glaube, nach Mario Sparks of Hope macht man noch ein Spiel und dann, wenn das Video immer zu lang ist, dann ja. FPS, 6 FPS, 13 FPS, 20 FPS. Ah, überspringen, okay. Überspringen. Okay. Das läuft nicht ganz so geil. Läuft wirklich nicht ganz so geil. Ich habe schon gesehen, da gibt es wohl auch jetzt schon ein paar Pads. Aber ich habe noch keinen. Schütteln. Okay, Latzhose haben wir schon mal. Also wer sieht, es läuft aktuell mit 13 FPS, 20 FPS, also nicht ganz so rund. Ups. Aber naja, ich würde jetzt mal so sagen, ich glaube, die 20 FPS sind jetzt zu verkraften. Das ist ja eher so ein, kann man sagen, Rollenspiel, rundenbasiert. Ich glaube schon, ja, so was in der Art ist es. Aber ich glaube, den Strich hier seht ihr auch, oder? Den in der Mitte durch. So ein dezenter Strich, ja. Ist jetzt nicht so nervig, aber ja.
Alles in Schleim gehüllt. Ui. Kann man sie überspringen irgendwie? Warum schaue ich das überhaupt an? Ich will nur schauen, wie das Kampfsystem dann ist. Na. Ja. Ja, jetzt sieht man den Strich, ne? Ah, okay. Ja, ich bin noch in Deckung. So. Ich sage, jetzt haben wir ungefähr fast 30 FPS sogar. Ja, im Kampf geht es eigentlich ganz gut. Ui. Was können wir jetzt machen? Raserei. Okay. Können wir nochmal? Nee. Ja, man kann doch nur noch schießen, oder? Geh auf den zweiten Rollbit jetzt auch los. Ah, okay. Muss ich die gar nicht besiegen? Oh, okay. Hätte die gar nicht besiegen müssen. Okay. Ich glaube, ein bisschen Gameplay haben wir gesehen. Ein paar Zwischensequenzen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr das erkennt. So, und da sind wir schon beim nächsten Spiel. Bayonetta 3. Machen wir erstmal leicht. Wollen ja nur testen, ob es funktioniert. Wollen ja nur testen, wie es hinhaut. Okay. Man sieht die FPS unten. 60 FPS, aber das geht immer wieder nach unten. 31, 24, 42, naja. Okay, eigentlich hätte mich das interessiert, wie die Zwischensequenzen laufen, aber tun wir überspringen jetzt. Okay, Soundaussetzer haben wir schon mal ein paar. Uiuiuiuiui. Das läuft nicht geil. Ich glaube, da müsste ich ein Update ziehen oder sowas. Schau ich dir nur zu? Ach, jetzt hat. Jetzt bin ich der Drachen. Oh ja, es leckt echt ziemlich. Ich glaube, da müsste ich ein paar Updates draufspielen oder so, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Ja, ihr seht es selber, wir wackeln immer herum unter die 30 FPS.
zugegeben, das sind jetzt alles Spiele seit Version 1, die rausgekommen sind. Das ist Switch Runs. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon wieder Updates, dass es halt flüssiger läuft. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man da irgendwie die Steuerung sieht oder sowas. Naja, ich glaube, jetzt hören wir auf. Jetzt haben wir die 20 Minuten auch schon erreicht. Länger will ich es jetzt nicht machen, aber man sieht es, die Spiele gehen einigermaßen. Es ist auch die erste Version. Wahrscheinlich gibt es auch wieder bessere Versionen, damit das Spiel heute auch besser läuft. Also, hat mich gefreut. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.